Hey Jakobacci, der TSV 68 setzt sich sehr deutlich mit 6:0 beim TSV Einling durch. Wie fällt heute Ihr Fazit aus? Ja, es war sicher eine gute Vorstellung. Es war nicht so einfach, auf diesem Platz zu spielen, war stumpf. Wobei eben wir hatten nicht allzu große Gegenwehr. Wir haben doch dann in guten Spielzügen natürlich auch einige Tore schön rausgespielt. Hätte auch das eine oder andere Tor in der zweiten Halbzeit vor allem mehr machen sollen, müssen sogar. Aber nichtsdestotrotz war es eine gute Trainingseinheit, sagen wir es mal so. Mit allem Respekt natürlich dem Gegner gegolten. Aber man hat schon gesehen, dass wir jetzt schon etwas mehr Luft haben. Der ein oder andere kommt langsam auch in Fahrt und darum war es eine gute Vorstellung. In der ersten Hälfte war es sehr flüssig, oder? Die Kombinationen, muss man sagen. Die hat noch ein bisschen herausgestochen im Vergleich zur zweiten Halbzeit. Ja gut, natürlich zweite Halbzeit. Der andere hatte natürlich dann auch wieder mehr Mühe. War doch ein wenig gewisse Hitze auch gegolten. Aber alle haben sich da ins Zeug gelegt, haben seriös angegangen, Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt, was ich mir auch wünschte heute in diesem Spiel. Von Beginn weg Druck zu machen, dem Gegner den Ball wegzunehmen, dass sie den Ball hinterherlaufen mussten. Aber noch einmal, in der zweiten Halbzeit ist klar, hätten wir natürlich schon mehr Torchancen uns erarbeiten sollen. Und vor allem eben diese, die wir hatten, hätten wir auch zu Ende spielen sollen. Wie hat Ihnen der Neuzugang gefallen? Joel Schwarz war 45 Minuten auf dem Feld, hat ein Tor vorbereitet. Ja, er wurde noch zu wenig integriert ins Spiel, aber natürlich auch der engen Manndeckung, die er hatte und vor allem auch, weil der Gegner wirklich sehr, sehr tief stand und auch keine Räume zugelassen hat. Aber klar, die ein oder andere Flanke vor das Tor hätte sicher auch besser gespielt werden können. Aber er hat schon gezeigt, dass er auch in der Tiefe mit der Schnelligkeit, die er hat, auch etwas bewirken kann. Aber wenn er in der Box natürlich angespielt wird, hat er auch die Möglichkeit, dann auch selber Tore zu machen. Ist er denn schon eine Option für den kommenden Samstag in Duisburg für die Startformation? Ja, das werden wir sehen. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt noch die Zeit geben, diese Woche gut zu trainieren, uns gut vorzubereiten. Denn am Samstag wissen wir schon, wir spielen gegen Duisburg, die doch eine sehr gute Mannschaft präsentieren. Zu Hause wollen sie natürlich auch gewinnen, haben ein sehr gutes Resultat in Freiburg gespielt. Und darum werden wir ganz sicher gut vorbereitet dorthin fliegen und dann, wenn möglich, eben ein positives Resultat zu holen.